Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 12337, mit dem Thema Bildung hoch 4, Leitlinien einer Strategie für die schulische Bildung in der digitalisierten Welt. Ich öffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin für die antragstellende Fraktion Frau Kollegin Pieper das Wort. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Titel unseres Antrags macht schon deutlich, worum es uns hier geht. Wir müssen endlich weg von der Debatte, wie bringen wir das Digitale in die Schule, hin zu der Debatte, was muss passieren, um Schüler und Schülerinnen auf das Leben in der digitalen Welt vorzubereiten. Dieser Ansatz ist sehr viel umfassender als die häufig verengte Diskussion, die hier an mancher Stelle geführt wird. Dies wird eine der größten Herausforderungen für die Landespolitik in den nächsten Jahren sein. Bis heute stehen wir mit diesem jetzt vorgelegten Konzept leider alleine auf weiter Flur, da wir immer noch keine Ergebnisse von der Landesregierung aus dem Prozess Bildung 4.0 haben. Die Veröffentlichung der Ergebnisse war für den Sommer angekündigt. Bislang haben wir noch nichts gehört. Wir freuen uns darauf, warten drauf. Nun gut, der Sommer ist noch nicht zu Ende. Viele hoffen ja, dass er überhaupt noch kommt. Wir haben jetzt uns hingesetzt und haben als Beitrag zu dieser Debatte, als konstruktiven Beitrag, diese Leitlinien verfasst, um mal zu gucken, wo müssen wir eigentlich hin, mit welchen Feldern müssen wir uns beschäftigen. Punkt 1. Wir brauchen viel mehr Anstrengungen, um für alle Schülerinnen und Schüler das Bildungsniveau zu erhöhen. Eine solide Grund- und Allgemeinbildung wird wichtiger denn je. Wir müssen uns um Schlüsselkompetenzen kümmern, die heute schon zugegeben eine sehr große Rolle spielen, aber einige davon werden an Bedeutung sicherlich noch gewinnen. Wir müssen die Schul- und Unterrichtsentwicklung in den Blick nehmen, weil auch die Schulen und der Unterricht sich verändert werden und da werden Anpassungen notwendig sein, die wir unterstützen müssen. Technische Fähigkeiten, Medienkompetenz und informatische Grundkenntnisse werden Faktoren sein, ohne die es nicht mehr gehen wird. Wichtig ist uns dabei, dass es um eine aktive Gestaltung geht und nicht nur um reines Nutzer- und Anwendungswissen beim Medien. Dazu brauchen wir die, haben wir öfter angesprochen, informatische Grundkenntnisse für alle Schüler. Dafür brauchen wir dann gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer im Fach Informatik. Das schließt die Ausbildung im Bereich Medienkompetenz überhaupt nicht aus. Wir brauchen schlicht und ergreifend beides. Wir stehen hier noch ganz am Anfang einer Debatte, weil NRW wie auch andere Teile Deutschlands diese Thematik in den letzten Jahren schlicht und ergreifend verschlafen haben. Da wir diese Lehrer aber nicht herbeizaubern können, brauchen wir jetzt auch geeignete Fortbildungsprogramme. Wir müssen uns mal die Dimension klar machen. Wir haben fast 200.000 Lehrer in NRW. Davon sind sicherlich einige gut aufgestellt. Aber wenn wir mal überlegen, wie viele Menschen wir da, sage ich mal, vorbereiten müssen, um diese technischen Dinge auch vermitteln zu können, da kommt eine riesengroße Aufgabe auf uns zu. Daneben gibt es technische Mindestvoraussetzungen, die notwendig sind, wenn wir ernsthaft noch im internationalen Vergleich mithalten wollen. Wir brauchen dringend einen Glasfaseranschluss für jede Schule. Jedes Schulgebäude muss flächendeckend mit WLAN ausgestattet sein und die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Kollegen und die Kolleginnen brauchen digitale Endgeräte, die einen sinnvollen, systematischen Einsatz im Unterricht erst ermöglichen. Und meine Damen und Herren, wir brauchen auch ein klares Statement zum freien Internet, netzneutral und plattformneutral. Und wir brauchen Enthusiasten, die durch das Land ziehen und den digitalen Weckruf starten, den dieses Land so dringend braucht, der die Kollegien, die Schülerschaft, aber vor allen Dingen auch, meine Damen und Herren, die Elternschaft mitnimmt, um diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wir alle müssen uns Gedanken machen und darüber diskutieren, in welcher Welt wir leben wollen. Wir Piraten wollen die Vorteile der Digitalisierung nutzen und freies Wissen weltweit teilen. Wir wollen uns frei im Internet bewegen, weil das Internet auch ein Teil von uns ist. Wir unterscheiden nicht mehr on und offline. Wir brauchen keine Umfragen, wie oft Jugendliche am Tag oder in der Woche online sind. Wir sind jetzt online. Meine Damen und Herren, die übergeordneten Ziele der Bildung verändern sich nicht. Das will ich auch noch mal deutlich sagen. Die bleiben ja bestehen.
Ziele verändern sich nicht, aber wir müssen sicherstellen, dass unsere Kinder gut vorbereitet auf diese veränderte Welt aus der Schule kommen. Und das schaffen wir alle nur gemeinsam. Deshalb fordere ich Sie ernsthaft auf, sich in dieser Frage mit uns zu beraten. Wir müssen hier endlich einen Schritt weiterkommen. Das kürzlich veröffentlichte KMK-Papier ist der kleinstmögliche Nenner, das nicht einmal seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird, denn geschweige denn unseren Ansprüchen. Und da meine ich nicht nur unseren, wir Piraten, sondern ich hoffe, ich meine unseren Anspruch in NRW. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Hendricks das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, digitale Bildung muss in jeder Schule, in jeder Bildungseinrichtung, in jeder Weiterbildungseinrichtung weitergedacht und weiterentwickelt werden. Weiterdenken und Neudenken heißt auch Prozesse ermöglichen, und diese Veränderung braucht Akzeptanz. Nicht nur bei den Lehrern und Lehrerinnen, sondern auch bei den Kommunen, den Eltern, den Lehrern, den Schülerinnen in den Hochschulen und bei den Weiterbildnern. Dabei ist der Einsatz digitaler Medien in den Bildungseinrichtungen in keiner Weise politisch strittig. Digitalisierung ist eine politische Gestaltungsaufgabe, insofern sind wir uns da, glaube ich, einig. Dabei ist die Diskussion um die Frage der Investition aber nicht alleine die Frage der Investition. Es geht auch darum, ob und wie die digitalen Medien zum Abbau von Chancenungleichheit und für individualisiertes Lernen genutzt werden können. Beides, Chancenungleichheit und individuelle Lernzugänge, werden auch Themen der Umsetzungsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen sein. Sie wissen, dass die derzeit erarbeitet wird. Die Medienberatung NRW arbeitet zudem im Auftrag der Kommunalen Spitzenverbände mit den kommunalen Schulträgern an einer Orientierungshilfe für die IT-Ausstattung in Schulen und strebt mit den Kommunalen Spitzen eine gemeinsame Strategie an. Open Source, Sie haben das auch in Ihrem Antrag gesagt, ist wichtig. Und zwar auch deshalb wichtig, weil die Lizenzgebühren sozusagen sonst uns verschlingen würden. OER LearnLine NRW bietet bereits jetzt den Zugriff auf 30.500 frei verfügbare Lernmittel an. Logineo NRW besteht zudem ausschließlich aus lizenzfreien Softwaremodulen. Das ist auch immer wieder auch im Ausschuss noch dargestellt worden. In den letzten Jahren wurde Logineo mit 350 Schulen erprobt und mit Logineo NRW werden verlässlich digitale Arbeitsräume im Internet geschaffen. Lehrerinnen und Lehrer können zum Beispiel gemeinsam an Dokumenten arbeiten, Materialien austauschen, die sie für den Unterricht benötigen. Ab dem kommenden Schuljahr können alle Schulen auf Antrag Zugang zu Logineo erhalten. Und Frau Pieper, ich kann jetzt nicht verstehen, warum Sie darauf hingewiesen haben, dass Nordrhein-Westfalen die Entwicklung verschlafen hat. Frau Ministerin Löhrmann hat bereits Anfang dieses Jahres, und das ist nicht das erste Mal gewesen, sehr deutlich darauf hingewiesen, dass es in Nordrhein-Westfalen 5 Handlungsfelder gibt im Bereich von Schule, nämlich Logineo NRW, LearnLine NRW, Medienpass als Gesamtkonzept, Bring Your Own Device und Medienberatung in NRW. Eine Qualifizierung der Lehrkräfte wird durch das Fortbildungsprogramm Lernmittel und Medienberatung angeboten. Die Beratung und Fortbildung der Schulen im Bereich der Medienbildung ist Aufgabe der Medienberaterinnen, und wir haben hier aktuell gerade die Zahlen der Medienberater verdoppelt. Der Fortschritt beim Lernen in der digitalen Welt wird zudem durch einen Breitbandzugang für Schulen durch Bundes- und Landesregierung gefördert. Wenn die Kommunen dies wünscht und beantragt, und mit dem heutigen angekündigten Investitionsbedarf der Ministerpräsidentin wird es auch möglich sein, Mittel für Digitalisierung zur Verfügung zu stellen. Mit der Novellierung des Lehrerausbildungsgesetzes in diesem Jahr ist eine Schwerpunktsetzung der Vermittlung der Medienkompetenz im Vorbereitungsdienst aufgenommen worden. Es ist Ziel der digitalen Medien, in die Fachdidaktik zu integrieren. Dies muss in den Fachkonferenzen der Schulen auf der Grundlage der Lehrpläne geleistet werden. Mit diesem Thema beschäftigt sich übrigens zurzeit auch die KMK, die angekündigt hat, bis zum Jahresende eine Strategie zur digitalen Weiterentwicklung zu verabschieden. Ich freue mich übrigens, meine Damen und Herren, dass dieser Gedanke, nämlich der Integration der Inhalte in die digitale Strategie, auch jetzt bei den Piraten angekommen ist, dass Sie das in Ihrem Antrag ausdrücklich verankert haben. Die digitalen Medien werden nach unseren heutigen Vorstellungen den Unterricht nicht ersetzen, ihn aber deutlich verändern und individuelle Lernwege und Zugänge ermöglichen.
Eine digitalisierte Lernwelt benötigt selbstständige, motivierte, wissbegierige Schüler und Schülerinnen, die bereit sind, die Chancen und die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Medien zu nutzen, aber sie benötigt auch gute Lehrer und Lehrerinnen. Diese Entwicklung wird sich mit zunehmender Akzeptanz beschleunigen. Dabei kann man sicher sein, dass die Schulen zukünftig auch weiterhin Formen des analogen Lernens praktizieren werden müssen. Menschen werden nämlich auch zukünftig mit unterschiedlichen Sinnen lernen. Das zeigt uns auch die Neurobiologie. Und meine Damen und Herren, aus der Praxis wissen wir sehr wohl, dass selbst da in den Schulen, in denen in der Zwischenzeit die technischen Voraussetzungen für den Einsatz von digitalen Medien vorhanden sind, und zwar selbst in allen Klassenräumen, es natürlich immer noch Lehrer und Lehrerinnen gibt, die auch auf andere Medien zurückgreifen, auf Arbeitsblätter, auf Overhead-Projektoren. Nein, natürlich, das ist aber auch ein Teil. Insofern ist es, ne, darüber sind wir uns einig, es gibt unterschiedliche Medien. So. Die Nutzung von digitalen Medien sagt nichts darüber die Qualität von Unterrichts aus, welche Medien genutzt werden. Meine Damen und Herren, der Antrag der Piraten umfasst 11 Seiten und greift weitgehend Forderungen aus vorherigen Anträgen auf und fast mutet er wie ein philosophischer Besinnungsaufsatz an. In insgesamt 6 Expertengesprächen und Anhörungen haben wir uns im Fachausschuss auf Antrag der Piraten mit dem Thema Digitalisierung in den letzten Jahren beschäftigt. Hinzu kamen mehrere Informationen zum Thema Logineo und Informationen darüber, was die Landesregierung für den Bereich Schule auf den Weg bringt. Diese Anhörungen waren informativ und mit dem vorliegenden Antrag machen Sie sich nicht die Mühe, Ihre Forderungen mit den Realitäten abzugleichen und den realen Arbeitsstand in Nordrhein-Westfalen zu berücksichtigen. Liebe Kolleginnen von den Piraten, Sie wissen, dass die Strategie längst in Arbeit ist. Die Thesen, die beim Kongress der Landesregierung im Frühjahr diskutiert wurden, sollen veröffentlicht werden und das Leitbild soll vom Kabinett beschlossen werden. Sie fordern aber auch, Elemente an der digitalen Medienbildung muss in die Lehrpläne aller Schulformen verbindlich geankert werden. Dem stimmen wir zu, ja. Das Ziel wird gerade mit der KMK-Strategie umgesetzt und war übrigens auch schon Gegenstand der letzten Anhörung. Eines solcher Diskussionen um digitale Medien jedoch nicht vergessen, ist die Fähigkeit, ein Leben selbstständig zu gestalten, wird nicht durch die perfekte Nutzung von Smartphones, Laptops oder des Internets ermöglicht, sondern durch den Willen und das Interesse, selbst zu bestimmen, Wissen zu erwerben und sich Kreditfähigkeit und Selbstbestimmung anzueignen. Beim Plan Schule Bildung im Diskurs, das in der letzten Woche von Spann und der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn veranstaltet wurde, habe ich mit 200 Jugendlichen diskutiert. Diese jungen Menschen wünschen sich auch mehr Möglichkeiten zum vertiefenden und selbstständigen Lernen mit Medien. Aber sie fordern vor allem bei den wichtigen Fragen des Lebens Orientierung. Sie möchten mehr wissen über Geschichte, über Politik, über globale Zusammenhänge, über Ethik und Region und müssten das mit Menschen diskutieren und in den persönlichen Austausch hineingehen. Sie möchten gerne besser auf eine Gesellschaft vorbereitet werden. Die Aneignung von Wissen, der kritischen Umgang mit den Medien, mit Informationen gehören genauso zu den Bildungszielen wie eine grundständige IT-Kompetenz. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage von Frau Kollegin Pieper zulassen? Ja, natürlich. Dann los. Vielen Dank, Frau Hendricks, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie redeten gerade darüber, dass wir halt auch Wissen vermitteln müssen in Geschichte und anderen Fächern. Was an unserem Antrag haben Sie nicht verstanden? Der erste Punkt, der wichtigste Punkt, den ich genannt habe, war, wir müssen die Allgemeinbildung stärken. Wo sehen Sie also dann Widerspruch zu unserem Antrag? Weil Sie das so tun, als würden wir da keinen Wert drauf legen. Also Frau Pieper, ich habe nicht gesagt, dass Sie in Ihrem Antrag da keinen Wert drauf legen. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass auch in Ihrem Antrag nicht besonders viel Neues vorhanden ist. Darf ich jetzt weitermachen? Mehr und mehr werden wir uns im digitalen Bereich, aber auch mit den Risiken beschäftigen müssen. Bereits heute gelten viele Jugendliche als hochgradig gefährdet. Medienkompetenz muss mit Prävention und einer Sensibilisierung von Lehrer und Lehrerinnen bei risikohafter Nutzung von digitalen Medien einhergehen. Die Rückmeldungen aus den Sucht- und Beratungsstellen und dem Bundesamt für Gesundheit sind auf jeden Fall besorgniserregend und dürfen bei allen Strategien nicht ausgeblendet werden. Das berücksichtigt übrigens auch die KMK in ihrem im Netz einsehbaren Strategie. Ich bin gespannt auf die weitere Behandlung im Ausschuss. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Kollegin Hendricks. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Dr. Bunse das Wort. Herr Präsident, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Schlüsselbegriffe eines Textes verraten sehr viel über Motivation und Intention des Verfassers.
Sie sprechen hier von Leitlinien, das heißt, Sie fordern systematisch entwickelte Aussagen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung von Lehrerinnen und Lehrern hinsichtlich des Einsatzes digitaler Medien bzw. deren Inhalte im Unterricht. Gemeint ist sicherlich auch deren verpflichtender Einsatz. Sie sprechen von der digitalen Revolution und das meinen Sie ganz offensichtlich auch ernsthaft so. Also, sehr verehrte Piratinnen und Piraten, Sie waren ja vielleicht lange auf hoher See, aber ich bin jetzt 58 Jahre alt und bereits in meinem Geburtsjahr 1958 gab es das A-Netz und immerhin ein 16 Kilogramm schweres Autotelefon. So habe ich durchaus schon seit längerer Zeit mitbekommen, dass es so etwas wie einen zunehmend markanten Bestandteil in unserem Leben gibt, den man heute gerne allgemein als Digitalisierung beschreibt. Von großer Bedeutung für unser berufliches und privates Leben ist sicherlich das Jahr 2007 als das Geburtsjahr des iPhones. Und seitdem, das beschreiben Sie richtig, sind wir mehr oder weniger ständig online. Ihre These, dass es keine Abschaltmöglichkeit mehr gibt oder keine Möglichkeit, sich der digitalen Welt auch nur ansatzweise zu entziehen, erscheint mir zu dogmatisch, noch sind wir Wesen, die über einen freien Willen verfügen. Sie beschreiben die Auseinandersetzung mit den Folgen der digitalen Welt als die dringlichste Zukunftsaufgabe und fordern die Beantwortung der Fragen, was für eine Bildung brauchen wir für das Leben in der digitalen Welt heute und in Zukunft? Und dabei fokussieren Sie sich in Ihrem Antrag auf die schulische Bildung. Hier müsste man eigentlich zunächst klären, was Sie als Verfasser unter dem Begriff Bildung verstehen und welche Inhalte von Bildung heute in Schule vermittelt werden sollen. Aber hier kneifen Sie für meine Begriffe, Frau Pieper, da waren Sie nicht deutlich genug in diesem Antrag. Stattdessen benennen Sie die neuen Frau Kollegin, die von Ihnen soeben angesprochene Frau Pieper möchte Ihnen sofort eine Frage stellen. Ja. Dann bitte. Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ganz konkret, was genau vermissen Sie? Können Sie das bitte konkretisieren, was Ihnen an dieser Stelle fehlt? Ja, ich hätte dann von Ihnen eine ganz genaue Definition erwartet, was Sie unter allgemeiner Bildung verstehen. Also ich finde, dass Sie damit Begrifflichkeiten umgehen, die Sie eben nicht genau definieren. Und genau das fordern Sie ja eigentlich von uns in dem Antrag. Ja, kann sein, da könnten wir uns ja... Ich arbeite mich ja jetzt ab, ich bin ja bei Ihren Schlüsselworten. Gut. Stattdessen benennen Sie die neuen Eigenschaften der digitalisierten Welt auf den folgenden zwei Seiten. Und die habe ich wirklich mehrmals gelesen, was aber immer noch eine gewisse, vornehm ausgedrückt, Ratlosigkeit und auch Fassungslosigkeit an der einen oder anderen Stelle bei mir hinterlassen hat. Zum Beispiel A. Digitale Güter, so sagen Sie, benötigen kein materielles Pendant. Und was ist mit den digitalen Endgeräten? Unter B sagen Sie, Daten sind jederzeit in Echtzeit und fast überall verfügbar. Und hier sprechen Sie gar von einer philosophischen Debatte in Bezug auf die Diskussion um die Speicherung von Daten. Sie attestieren dabei den meisten Entscheidern in Politik und Gesellschaft hier nur ein eingeschränktes Bewusstsein. Und das empfinde ich persönlich als anmaßend. Sie stellen fest, Wissen wächst exponentiell und fordern ein grundlegendes Wissen darüber, wie Maschinen dies tun, um zu verstehen, welche Daten und welches Wissen diese Maschinen produzieren. Ich sage Ihnen mal den Kommentar einer angehenden Lehrerperson dazu. Oh Gott, bitte nicht auch das noch. Ein entsprechend technischer Support ist ausreichend. Sie stellen weiterhin fest, auch das eine Wahnsinnsaussage. Raum und Zeit verlieren an Bedeutung. Abgehakt habe ich diesen Abschnitt unter der Kategorie banal. Aber dann kommt Abschnitt F. Kreativität und Empathie gewinnen überproportional an Bedeutung. Ich dachte, jetzt kommt etwas, was die Debatte hier bereichert. Aber Sie stellen fest, man braucht zunehmend ein erwartungsunabhängiges Kommunikationsverhalten in Bezug auf Merkmale wie Alter, Geschlecht oder Position. Lassen Sie uns wenigstens hierin einig sein. Kommunikation ist immer an Empathie oder Emotionalität in einer mehr oder weniger günstigen Ausprägung gebunden. Das ist auch nicht neu. Abschließend stellen Sie unter H fest, Sprache ist die Basis einer virtuellen Welt. Verehrte Piraten, Sprache ist die Basis unseres Menschseins. Und zumindest, wenn man die auf ihr Smartphone starrenden und in ungesund gebeugter Haltung auf dieses Endgerät eintippenden Mitmenschen beobachtet, kann der Gedanke aufkommen, dass mehr Face-to-Face-Kommunikation und weniger digitales Miteinander auch durchaus von Wert sein kann. Dann folgen auf Seite 4 bis 8 die Beschreibung der schulischen Bedeutung und die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer aus ihrer Sicht. Und sie stellen fest, übergeordnete Bildungsziele bleiben erhalten. Aha, es gibt also noch etwas Bedeutsames neben der digitalen Bildung. Das fand ich persönlich sehr erfreulich und ich finde, das ist auch wohl wahr.
Gesellschaftliche Errungenschaften sind an die nachfolgende Generation weiterzugeben, stellen Sie fest. Meine sehr verehrten Piraten, das nennt man Tradition und das ist in unserem Land gelebte Praxis. Sie verweisen auf die Bedeutsamkeit der Grundschulen und wünschen sich die Vermittlung von kritischem Denkvermögen, Kreativität und lösungsorientiertem bzw. problemlösendem Denken. Im Ernst, wenn ich Lehrerin wäre, würde ich mich von Ihnen hier wirklich stark veräppelt fühlen. Ich finde einzelne Passagen in Ihrem Antrag ganz einfach unglaublich. Letztendlich landen Sie dann beim emotionalen Stress, den die digitalisierte Welt produziert und wünschen sich. Deshalb sind sofort passende Angebote zu den Grundlagen der Informatik verpflichtend, in allen Lehramtsstudiengängen einzuführen und Informatik als Pflichtfach fordern Sie gleich mit. Da wusste ich dann, wohin Sie wollten. Haben Sie mal was von freier Berufswahl in unserem Land gehört, von Hochschulfreiheit und von selbstständigen Schulen, frage ich mich da. Ganz bei Ihnen bin ich, wenn Sie Glasfaser bis zur Schulpforte und flächendeckendes WLAN in allen Schulen fordern. Aber als pragmatisch veranlagter Mensch und Ratsmitglied weiß ich, dass das Aufgabe des Schulträgers ist. Und ich möchte auch nicht wie Sie jeder Schule vorschreiben, welche Endgeräte zum Einsatz kommen sollen. Anschließend folgt dann unter Römisch 6, 1a bis j der Forderungskatalog an die Landesregierung. Und jetzt fällt es mir wirklich schwer, wir meckern ja auch gerne über die Landesregierung. Die Forderungen sind allesamt bekannt und werden hier recht unpräzise aufgelistet. Sie sind zum Teil banal, wenn man bedenkt, dass sie sich in revolutionärer Zustandssituation fühlen. Die Erklärung darüber, was Sie unter Römisch 6, 1b als Elemente einer informatorischen Allgemeinbildung in der Grundschule verstehen, bleiben Sie, wie gesagt, dem Leser schuldig. Sie haben sich in Ihrem Antrag auch unverkennbar an dem Entwurf einer Strategie der Kultusministerkonferenz Bildung in der digitalen Welt abgearbeitet und müssen doch eigentlich erkennen, dass unsere Schulen und alle Akteure des Bildungssystems einen Riesenbedarf haben, der aber Gott sei Dank bekannt ist und an dem man sich abarbeitet mit gewissem Nachholbedarf und zeitlicher Verzögerung zugegeben. Abschließend darf ich mit einem Zitat aus der Anhörung zum Antrag der FDP zur Stärkung der digitalen Bildung und Medienkompetenz in den Schulen und zitiere dabei Herrn Dr. Konrad Paul Liesmann vom Institut Philosophie der Universität Wien. Der Mann sagte in unserer Anhörung, da sind Sie dabei gewesen. Ich frage mich, ich bin etwas skeptisch gegenüber diesem grundsätzlichen Paradigma, ob die Digitalisierung unter allen Umständen gut sein muss. Es wird so getan, als sei das nicht mehr diskutierbar. Meine These ist, dass der Prozess der Digitalisierung insbesondere im Bereich des Bildungswesens höchst kritisch und ambivalent betrachtet werden muss, ungeachtet der Tatsache, dass die Digitalisierung natürlich ein Teil unserer Lebenswelt geworden ist und wir diese natürlich unter bestimmten Bedingungen nutzen können und ich füge zu, auch nutzen müssen. Aber das heißt nicht, dass das die Hauptaufgabe der Schulen sein muss. Sie sehen, meine Damen und Herren, es wird bereits philosophiert. Sie mussten das Philosophieren mit Ihrem Antrag nicht erfinden. Wir philosophieren diesen Antrag im Ausschuss mit Ihnen auch gerne weiter. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Bunse. Bitte bleiben Sie noch einen Moment vorne, Frau Kollegin. Schenken Sie uns bitte noch einen Moment Ihrer Anwesenheit am Rednerpult, denn Frau Kollegin Pieper hat von ihrer Fraktion eine Kurzintervention anmelden lassen und bekommt jetzt für 90 Sekunden das Wort, wenn sie sich eindrückt. Und danach, Frau Kollegin Dr. Bunse, haben Sie die Möglichkeit zur Replik, wie üblich. Frau Kollegin. Präsident, wir haben offensichtlich komplett unterschiedliche Vorstellungen, möglicherweise tatsächlich, was Schulen leisten müssen. Ich gehe davon aus, wenn wir die Lebensbedingungen der Schüler und Schülerinnen in unserem Land ernst nehmen, dann müssen wir sie auch in Schule reinlassen. Insofern finde ich Digitalisierung erstmal ein wichtiges Thema. Ich sage aber nochmal, es geht mir nicht um die Digitalisierung von Schule. Ich stimme durchaus zu. Nur weil ich dann Gerät stehen habe, wird der Unterricht nicht besser. Darum geht es uns nicht. Dann frage ich Sie mal ganz ehrlich, was ist daran verkehrt, bevor man Forderungen stellt, eine ordentliche Analyse zu machen, wie wir das in diesem Antrag getan haben? Wenn Sie die möglicherweise nicht verstehen, dann will ich da gerne nochmal das ein oder andere Wort zu sagen, was zum Beispiel die
die Unabhängigkeit von Zeit und Raum betrifft. Dann möchte ich gerne sagen, welche Fächer in der Schule unterrichtet werden. Das hat nichts mit selbstständiger Schule zu tun. Das entscheidet immer noch die Politik. Und wenn Sie sagen, wir bräuchten das nicht, das Pflichtfach Informatik, dann muss ich Sie fragen, ich habe durchaus auch Physikkenntnisse, obwohl ich nicht Physiker geworden bin. Mir reicht es auch nicht, einfach nur einen Schalter umzulegen. Trotzdem mag es durchaus sinnvoll sein, wenn ich Grundkenntnisse darin habe. Und ich möchte als ein Beispiel mal ganz deutlich sagen, wo es überhaupt kein Problem war, wo alle sehr schnell erkannt haben, wie wichtig es ist, war, als wir das Fach Englisch in der Grundschule eingeführt haben, wo alle wussten, wir brauchen für alle Kinder solide Englischkenntnisse und da war es kein Problem. Und wenn wir jetzt sagen, dass letztendlich Informatik auch etwas Wichtiges ist, nämlich für alle Schüler, dann verstehe ich nicht, warum sich hier derart Widerstände aufbauen. Frau Pieper, hier bauen sich weniger Widerstände auf. Bei mir hat sich wirklich Fassungslosigkeit aufgebaut. In Anbetracht dieses Antrags, den Sie in der Form gestellt haben, so wie Sie den gestellt haben, und ich habe mich auch wirklich gefragt, hat sie den wirklich selbst geschrieben? Wir sind in ganz vielen Ausschüssen mit dieser Thematik beschäftigt gewesen. Wir haben Anhörungen dazu gemacht. Sie haben gerade gehört, und das mussten Sie nicht hören, das wussten Sie auch, dass die KMK sich damit beschäftigt. Und ich habe durchaus Sympathie dafür, dass Kinder lernen, in dieser digitalisierten Welt mit diesen Medien umzugehen. Aber ich glaube, das geschieht in Schulen und das geschieht auch in sehr verschiedenen Bereichen, heute schon im Fach Informatik, nicht angedockt an ein eigenes, eigenständiges Fach, da gebe ich Ihnen recht, aber das ist auch eine sehr populistische Forderung von Ihnen, denn Sie wissen wahrscheinlich genauso gut wie ich, dass aktuell gerade mal 50 Informatiklehrer pro Jahr ausgebildet werden. Ja, aber dann kann man aber nicht gleichzeitig einen flächendeckenden Unterrichtseinsatz fordern, sondern da muss man andere Wege suchen und da sind wir auf dem Weg. Und darum bleibe ich dabei, Ihr Antrag war keine Analyse, der war einfach in vielerlei Hinsicht eine Aneinanderreihung von Banalitäten. Und dabei bleibe ich, und es tut mir wirklich leid, weil ich eigentlich mit Ihnen anders diskutieren wollte. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Bunse. Soweit Kurzintervention und Gegenrede. Als Nächste spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Kollegin Schmidt-Promning. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einen geschichtlichen Rückblick. Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts war es das Radio, das ein großes Potenzial bot. Bertolt Brecht schrieb, der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen. Bereits Brecht erwartete, dass Medien auf gesellschaftliche Entwicklungen einwirken. Ich zitiere: Undurchführbar in dieser Gesellschaftsordnung, durchführbar in einer anderen, dienen die Vorschläge, welche doch nur eine natürliche Konsequenz der technischen Entwicklung bilden, der Propagierung und Form dieser anderen Ordnung. Sollten Sie dies für utopisch halten, so bitte ich Sie, darüber nachzudenken, warum es utopisch ist. Hier lässt sich meines Erachtens eine Parallele ziehen zur heutigen Situation, der Entwicklung unserer digitalisierten Welt. Heute haben wir technologisch die Dialogfähigkeit erreicht. Diese im Sinne einer fortschreitenden demokratischen Entwicklung zu nutzen, bleibt eine gesellschaftliche Aufgabe. Dazu gibt der Antrag der Piraten keine überzeugende Antwort. Digitalisierung heute ist allumfassend. Sie verändert unser Handeln, unsere wirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten. Sie bietet zumindest theoretisch die Möglichkeit der Teilhabe und Kommunikation. Die Piraten wollen dem mit ihrem Antrag Rechnung tragen. Sie wollen eine Strategie der schulischen Bildung in der digitalisierten Welt entwickeln. Dieser Versuch ist zu achten. Auch wenn man ein wenig den Eindruck gewinnt, es handele es sich bei diesem Text um Copy und Paste. Richtig ist,
dass der grundlegende gesellschaftliche Wandel, der aus der technologischen Entwicklung folgt, auf allen Ebenen und insbesondere in der Bildung zu Veränderungen führt. Wissen ist über Internet jederzeit zugänglich, doch der Zugang will gelernt sein. Die Fähigkeit, ein Smartphone oder Tablet zu bedienen, sich in sozialen Netzwerken zu bewegen, Mails zu empfangen und Informationen aufzurufen, das ist nicht hinlänglich, um ein eigenständiger Nutzer, eine eigenständige Nutzerin sein zu können. Ich muss Fragen stellen können, um Sachverhalte zu hinterfragen, Inhalte und Strukturen analysieren, urteilsfähig sein. Daraus sind Folgerungen für die schulische Bildung zur Digitalisierung zu ziehen. Zu den Aufgaben gehört die Vermittlung der technischen Fertigkeiten und der Einsatzmöglichkeiten, die kritische Analyse der Digitalisierung und ihrer Folgen für die Gesellschaft, die kreative und kritische Nutzung und Gestaltung, verbunden mit einem Freiraum für Kinder und Jugendliche, die Entwicklung von Kommunikationsfähigkeit, verbunden mit Empathie für mein Gegenüber. Das Ziel ist, dass Schülerinnen und Schüler handelnde Subjekte ihrer digitalen Kommunikation werden, die um die Macht des technologischen Fortschritts wissen und sich mit und in einer digitalisierten Welt bewegen können. Aber, meine Damen und Herren, aber die Basis für Bildung und Erziehung ist und bleibt die emanzipatorische Pädagogik, die Kinder darin begleitet und stärkt, dass sie Möglichkeiten entwickeln, mit Wissen, mit einer Allgemeinbildung selbstbestimmt teilzuhaben. Selbstbestimmt teilzuhaben an gesellschaftlichen Prozessen. Und zwar von der Elementarerziehung bis hin zu den vielfältigen Bildungsabschlüssen, ja bis hin zum lebenslangen Lernen. Das gilt unabhängig von den Medien, das gilt deshalb auch im digitalisierten Zeitalter. Der Antrag der Piraten schlägt Punkte zur Beschlussfassung vor, die bereits heute und nicht erst seit heute Aufgaben in unserem Bildungssystem sind. Wir befinden uns mitten im Prozess. Wir brauchen nicht gesagt zu bekommen, dass wir den anfangen sollen. Wir sind dabei, der Digitalisierung auch in der Bildung ihren Platz zu geben. In den Schulen, in der Lehrerfortbildung, in der Lehrerbildung und auch in der Fortbildung für Lehrer. Daran arbeiten wir vor Ort und auch über die Maßgaben der Landesregierung und unserer Debatten im Parlament. Wir sind dazu im Dialog, sowohl mit Bildungseinrichtungen, mit Kitas, Schulen und Hochschulen, als auch mit Verbänden, Kammern und anderen gesellschaftlichen Institutionen. Der Medienpass als Instrument zur Förderung von Medienkompetenz ist der Einstieg für Schülerinnen und Schüler. Das digitale Schlüsselprojekt Logineo NRW, das Dach für die vielfältigen Anforderungen an die digitale Unterstützung in Schulen, für die Unterrichtsgestaltung, für die Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern, zwischen Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Schulverwaltung, für Dateimanagement und Datenschutz. Das ist schulische Bildung in und für die digitalisierte Welt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmidt-Promny. Für die FDP-Fraktion richtet jetzt Frau Kollegin Gebauer das Wort an uns. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unzweifelhaft richtig ist, dass alle über das Thema Digitalisierung in Schule reden. Aber richtig ist auch, dass diese Landesregierung leider noch immer kein Konzept für die Chancen der Digitalisierung im Bildungsbereich hat. Aber genau dieses Konzept braucht es für ein konkretes und ein zügiges Handeln. Und die ICLS-Studie hat Deutschland einen deutlichen Rückstand im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn bescheinigt. Und die Untersuchung Schule Digital, der Länderindikator 2015, weist Nordrhein-Westfalen nur ein Mittelmaß zu. Die alles entscheidende Frage ist dann in diesem Fall, wenn wir dieses Erkenntnisdefizit nicht haben, wir haben ja die Erkenntnisse darüber, die alles entscheidende Frage ist dann also, wie geht die Landesregierung eben mit diesen Informationen um? Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne aus der Rede der Ministerpräsidentin vom Unternehmertag aus der vergangenen Woche zitieren.
Dort sagte Frau Kraft unter anderem, ich darf mit Erlaubnis des Präsidenten zitieren, die Digitalisierung wird aber nur zur Erfolgsgeschichte, wenn wir dafür sorgen, dass möglichst alle möglichst fit für den digitalen Wandel sind. Und deshalb ist das Thema Lernen im digitalen Wandel so entscheidend. Sie wissen, dass ich eine Sommertour gemacht habe und Unternehmen besucht habe, die bei der Digitalisierung ganz weit vorne sind. Und immer wieder kam die Aufforderung ans Land, ihr müsst aufpassen, ihr müsst die Bildungssysteme frühzeitig umstellen. Wir werden anders ausgebildete junge Menschen in der Zukunft brauchen. Sie müssen Fachwissen haben, aber sie müssen viel übergreifender aufgestellt sein. Sie müssen in anderen Strukturen denken, als das bisher der Fall ist. Und deshalb sind wir hier in einem solchen Kongress vorangegangen. Und in den einzelnen Bereichen der Bildungskette passiert hier ordentlich viel. An der Stelle möchte ich das Zitat beenden. Es kam noch das ein oder andere dazu. Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist beim großen Thema Lernen im digitalen Wandel vorangegangen. Vorangegangen mit einem Kongress. Die Sommertour NRW 4.0 von Frau Ministerpräsident Kraft. Diese Sommertour war im vergangenen Jahr, nämlich im Juli und im August. Wir sind jetzt fast ein Jahr weiter. Und wir sind jetzt mit diesem digitalen Kongress im Mai diesen Jahres kraftvoll vorangegangen. Und Frau Hendricks hat zu diesem digitalen Kongress oder hat diesen digitalen Kongress auch noch als Paukenschlag bezeichnet. Also ich weiß, es ist mitunter schwer, sein eigenes Tun und Handeln zu bewerten. Deshalb übernehme ich das an dieser Stelle gern einmal für die Landesregierung. Ich kann Ihnen nur sagen, wachen Sie auf aus Ihrem digitalen Dornröschenschlaf und lassen Sie Ihrem vielgepriesenen oder Ihrer vielgepriesenen Sommertour 2015 dann auch endlich einmal Taten folgen. Ein Kongress allein schafft weder notwendige Strukturen vor Ort, noch stärkt er unsere Jugendlichen in der digitalen Bildung. Und ich setze noch einen oben drauf, indem ich sage, wie kraft- und konzeptlos letztendlich Rot-Grün beim Thema Lernen im digitalen Wandel ist. Das zeigen auch schlaglichtartig die Antworten auf die große Anfrage der FDP-Fraktion. Wir haben dort gefragt, welche Handlungsnotwendigkeiten Rot-Grün beim mittelmäßigen Abschneiden Nordrhein-Westfalens im Länderindikator 2015 sieht. Die Antwort lautete, dass auf den bestehenden Fortschrittsbericht verwiesen wird. Zusätzliche Aktivitäten? Offenbar keine. Wir haben gefragt nach der von Wissenschaftlern konstatierten zu geringen Leistungsspitze und rund einem Drittel digitaler Analphabeten. Die Antwort, wir haben den Medienpass. Weitere Aktivitäten, keine. Bei der Frage nach der digitalen Schulausstattung wird auf das Programm der NRW-Bank und 104 Projekte hier in Nordrhein-Westfalen verwiesen. Schade war jetzt nur, dass in der Pressekonferenz weder die NRW-Bank noch Frau Ministerin Lörmann sagen konnte, ob die Kredite überhaupt in die IT-Infrastruktur geflossen sind oder ob sie vielleicht nicht sogar anderweitig verwendet wurden. Meine Damen und Herren, so kommen wir in diesem wichtigen Bereich nicht voran. Und Frau Ministerpräsidentin Kraft hat in besagter Rede von vergangener Woche auch davon gesprochen, dass die Landesregierung eine Digitalisierungsstrategie aufgelegt hat, ressortübergreifend in allen Details. Ich sage Ihnen, diese Strategie kann weder meine Fraktion, aber die kann auch ich nicht bei derartigen Antworten tatsächlich erkennen. Ich möchte aber am Ende meiner Rede auch noch mal ganz konkret auf den vorliegenden Piratenantrag eingehen. Manche Grundforderungen der Piraten sind richtig, aber vieles ist tatsächlich auch nicht zustimmungsfähig. Auch wir als FDP wollen mehr Informatikunterricht. Aber den naturwissenschaftlichen Unterricht derart rigoros zusammenzustreichen, bei dem NRW im Bundesländervergleich ja nun auch verheerend abgeschnitten hat, das lehnen wir vehement ab. Und auch bei einigen Ihrer Formulierungen, meine Kollegin Frau Bunse hat es ja schon angesprochen, kann ich nur den Kopf schütteln. Ja, die Digitalisierung stellt auch Fragen an die Ausgestaltung des Urheberrechts. Und auch wir sehen bei OER große Chancen. Aber generell vom Überwinden des Urheberrechts zu sprechen, meine Damen und Herren, das hat eindeutig einen falschen Zungenschlag. Und noch besser ist
die pauschale Formulierung, das Zitat in Ihrem Antrag, Zugang wird wichtiger als Besitz. Meine Damen und Herren, ich würde mal auf den eingehen wollen, auf das, was wir heute Morgen bereits debattiert haben, nämlich tatsächlich gibt es eine solche Entwicklung hier in Nordrhein-Westfalen, aber die bezieht sich mehr auf die Wohnungseinbrüche und die nicht aufgeklärten Fälle in diesem Land, aber nicht, dass wir hier derartige Formulierungen in dem Antrag finden. Und es sei mir gestattet, Sie darauf hinzuweisen, Sie müssten diese Formulierung am Ende des Tages auch tatsächlich einmal bis zum Ende durchspielen und gucken, was es für Konsequenzen mit sich bringt. Sie haben gesprochen in einer der vorangegangenen Reden von marxistischer Schwarmintelligenz. Marxistisch kann man bei solchen Äußerungen sicherlich sagen. Kleiner Schwarm vielleicht auch. Und bei dem Rest oder über den Rest reden wir dann im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gebauer. Der fraktionslose Kollege Schwert ist der nächste Redner. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher, soll Albert Einstein gesagt haben. Man könnte fast meinen, er habe das Internet vor Augen gehabt oder abseits von meinem Redetext hier. Manche der Reden, die heute hier gehalten worden sind zu diesem Punkt, scheinen mir grenzenlos dumm. Aber zurück zu meinem Redetext. Die Dummheit, die man da zu lesen bekommt, scheint wirklich manchmal unendlich zu sein. Verschwörungstheoretiker und Hassprediger waren früher isoliert und weit weg von ihren Opfern. Im World Wide Web finden sie ihr Publikum und rücken ihren Opfern auf die Pelle. Technische Mittel helfen gegen diese gesellschaftlichen Probleme jedenfalls nicht. Außer dem Löschen von tatsächlich illegalem Material an der Quelle hilft hier nur eins, Medienkompetenz. Und deren Vermittlung muss bereits in der Schule beginnen. Und damit meine ich nicht technische Medienkompetenz. Die haben unsere Kinder ohnehin mehr als wir. Ich meine Punkte wie Mediengestaltung und Medienkritik. Und genau dafür bietet sich das bisherige Fach Informatik an. Anstatt den Umgang mit kommerzieller Standardsoftware zu lernen, sollte es doch zunächst um grundlegende Konzepte und Prinzipien der Programmierung gehen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich übrigens Herrn Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom, entschieden widersprechen, der kürzlich in einem Interview mit der FAZ forderte, in den Schulen sollen mehr Programmiersprachen gelernt werden. Nein, es ist eben gerade nicht Aufgabe der Schulen, zurzeit angesagte Programmiersprachen zu pauken. Das ist Aufgabe der Unternehmen und nennt sich Ausbildung. Schule ist nicht dafür da, möglichst schnell verwertbare Arbeitskräfte zu produzieren, sondern bei jungen Menschen ein Fundament an Bildung zu legen, zu der in Zukunft auch die digitale Demokratie gehört. In dem Maße, in dem Vernetzung und Computer unser Leben immer weiter durchdringen, wird der Umgang mit den Maschinen selbst immer weniger zum Selbstzweck. Und immer mehr muss gelehrt werden, mit den Begleiterscheinungen umzugehen. Man muss über Datenschutz und Privatsphäre aufklären, über Cybermobbing und Netiquette. Man muss Mittel der digitalen Selbstverteidigung erlernen. Zusammenhänge in der digitalen Welt müssen erkannt und verstanden werden. Verantwortungsbewusster Umgang mit Medien und Inhalten muss trainiert werden. Und nicht zuletzt müssen Maschinen und Algorithmen auf abstraktem Level verstanden und beherrscht werden. So stelle ich mir ein Fach Informatik vor, kombiniert mit Medienkunde und digitaler Demokratie. Auf jeden Fall müssen wir weg von dieser Bulimie-Pädagogik. In kürzester Zeit vollstopfen mit einer Riesenmenge Faktenwissen, bei der nächsten Prüfung wieder auskotzen und anschließend vergessen. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Schwert. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Lörmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Piratenfraktion fordert die Landesregierung auf, eine Strategie für die schulische Bildung in der digitalisierten Welt zu entwickeln. Ihren Zwischenruf aufgreifend, lieber Herr Marsching, in Ihren Worten, schöner Versuch. Sie wissen doch sehr wohl, dass die Landesregierung bereits im vergangenen November einen Dialogprozess
angelegt hat mit dem Ziel eines Leitbildes Lernen im digitalen Wandel und dass wir uns seit Januar des vergangenen Jahres fokussiert mit den damit zusammenhängenden Themen beschäftigen. Und auch dieser Auftakt hat nicht etwa bei Null angefangen, sondern hat angesetzt an verschiedenen Entwicklungsprozessen in Nordrhein-Westfalen. Diese Arbeit haben wir nicht hinter verschlossenen Türen verrichtet. Auch das wissen Sie. Nehmen Sie die Regierungserklärung der Ministerpräsidentin vom 29. Januar 2015 oder aktuell den Dialogprozess Lernen im digitalen Wandel. Mit einer interessierten Öffentlichkeit diskutieren wir, wie Kitas, Schulen, Jugendarbeit und Hochschulen, aber auch die Fachkräfteausbildung und die gemeinwohlorientierte Weiterbildung noch besser auf die Anforderungen der Digitalisierung vorbereitet werden können. Für uns ist es bei der Digitalisierung wichtig, die gesamte Bildungskette als zentrales Gestaltungsfeld zu begreifen. Wir betrachten die Schulen nicht isoliert. Für uns ist vielmehr klar, Lernen im digitalen Wandel benötigt eine Herangehensweise, die auch die Kinder- und Jugendarbeit, die berufliche Bildung und die Zivilgesellschaft berührt. Wir haben daher eine ganze Reihe von Initiativen ergriffen und verschiedene Prozesse eingeleitet. Bis Mitte Januar 2016 haben mehr als 1.000 interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Online-Diskussion der Staatskanzlei verfolgt und es wurden etwa 500 Beiträge und Kommentare abgegeben. Am 11. März 2016 haben mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Kongress der Landesregierung Lernen im digitalen Wandel die Zwischenergebnisse des bisherigen Dialogprozesses mit mehreren Kabinettmitgliedern in Fachworkshops diskutiert und mitentwickelt. Und ich kann das noch mal betonen. Verschiedene Akteure, die da aufgetreten sind, die haben deutlich gemacht, dass es einen solchen Kongress vergleichbar in keinem Land gegeben hat und haben sehr viel Unterstützung für den Ansatz der Landesregierung bei diesem Vorgehen deutlich gemacht. Allen voran Dr. Schuster von der Telekom-Stiftung, der sozusagen von außen auch den Blick genommen hat. Und auch der Kommissar Oettinger hat aus Sicht der EU-Kommission deutlich gemacht, dass es sinnvoll ist, wie Nordrhein-Westfalen hier vorgeht, abgestimmt auf die verschiedenen Bereiche im gesamten Bereich des gesamten Landeskabinetts, dass es sinnvoll ist, hier zielgerichtet, nachhaltig und nicht aktionistisch vorzugehen. Und von dieser Herangehensweise werden Sie uns auch nicht abbringen, weil wir das richtig finden, genau so vorzugehen. Frau Ministerin, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von Herrn Kollegen Oleak? Gerne. Ja, vom Platz von Herrn Oleak. Dankeschön, Frau Ministerin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade ausgeführt die Zahlen zur Beteiligung von Ihrer Online-Plattform. Ich hätte gerne von Ihnen gewusst, wie viele Schülerinnen und Schüler im zweiten Halbjahr, jetzt 2016, in der Sekundarstufe 2 Informatikunterricht genossen haben, anteilsmäßig. Danke. Dass ich jetzt nicht so eine Zahl hier abrufen kann, das dürfte doch selbstverständlich sein. Also da bitte ich um Verständnis. Ich bin nicht die oberste Sachbearbeiterin, die hier die Daten mal eben aufruft, sondern ich bin Ministerin für Schule und Weiterbildung dieses Landes. Also bei allem Verständnis habe ich nicht jederzeit hier alle Daten zur Verfügung. Wenn das Ihre Herangehensweise ist an wertegeleitete Diskussionen, die in der Debatte auch deutlich geworden ist, dann tut mir das leid. Wir hatten über die Online-Befragungen hinaus öffentliche Fachgespräche in der Staatskanzlei und der Kongress ist mit Expertinnen und Experten vor- und nachbereitet worden. Die Abstimmung des Leitbildes zum digitalen Lernen findet nun ressortübergreifend statt. Unser Orientierungsrahmen soll dann auch für die Familienbildung, für die Kitas und für die Fachkräfteausbildung Wirkung entfalten. Wir sehen, was die Schule betrifft, Nordrhein-Westfalen dabei im Verbund der anderen Länder und beteiligen uns auch an dem Dialog mit der Bundesregierung. Wir haben den Anspruch, unsere Strategie Lernen im digitalen Wandel mit der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt und auch mit der Bundesregierung eng abzustimmen. Die grundlegenden schulischen Fragen machen nicht an Ländergrenzen Halt und betreffen auch das Bundesrecht. Die Kultusministerkonferenz hat einen entsprechenden länderübergreifenden Strategiebildungsprozess eingeleitet und am 8. und 9. Juni 2016 in Berlin die Fachöffentlichkeit zu ersten Fachgesprächen über den inzwischen veröffentlichten Rohentwurf der KMK-Strategie eingeladen.
Zudem hat die KMK am 10. Juni 2016 einen bundesweiten Kongress mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durchgeführt. Und auch an diesem Kongress, wie auch in anderen überregionalen Veranstaltungen, ist NRW als Gesprächspartner und als Experte, Expertin sehr gefragt und sind auch Schulen von NRW sehr gefragt, ihre guten Konzepte vorzustellen. Die Positionsbestimmungen der KMK soll noch in diesem Jahr beschlossen werden. Das wäre fachlich, Stichwort Mobilität der Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte und politisch ein großer Fortschritt. Ihr Antrag, meine Damen und Herren von den Piraten, versucht den Eindruck zu erwecken, als verfügten Sie als Einzige hier im Land über eine Strategie zum Lernen im digitalen Wandel. Das von Ihnen identifizierte Handlungsdefizit besteht jedoch keineswegs. Daher werte ich Ihren Antrag und die Debatte darüber wohlwollend als Ihren Beitrag, so hat Frau Pieper das ja auch formuliert, als Ihren Beitrag zu dem Dialogprozess der Landesregierung und bedanke mich auch ausdrücklich dafür. Sie formulieren 10 Ziele und bei allem Streit und bei aller Bewertung, die hier vorgenommen wird, von Dummheit bis anderen Fragen, will ich mal die abgleichen ein bisschen. Es gibt nämlich in dieser Frage im Großen und Ganzen mehr Übereinstimmung in diesem Haus, als die Debatte vielleicht deutlich gemacht hat, weil wir uns in der Zielsetzung im Großen und Ganzen einig sind. Und da ist die Frage, will man eher das Gemeinsame betonen oder sucht man krampfhaft sozusagen den Streit und sucht das politische Profil? Natürlich will auch die Landesregierung den Bildungserfolg aller Kinder und Jugendlichen weiter verbessern. Wir haben zweitens längst damit begonnen, Medienkompetenzen in den Lehrplänen zu verankern und werden das schrittweise in Abstimmung mit der KMK weiter tun. Unsere Schulen sollen schon heute in allen Fächern Sprachbildung, Fremdsprachenerwerb, kommunikative Fähigkeiten, kritisches Denken sowie Kreativität und problemlösendes Denken fördern. Und sehr verehrter Herr Schwert, wenn Sie die Bildung, die in unseren Schulen geleistet wird, als darauf abgerichtet beschrieben haben hier, als ginge es nur darum, verwertbares Wissen auszuspucken, dann möchte ich Sie mal darauf verweisen, schauen Sie sich die Schulen gegen Rassismus an, schauen Sie sich die Europaschulen an, schauen Sie sich die Schulen an, die bei Wettbewerben mitmachen. Da wird beredtes Zeugnis davon geliefert, wie umfassend ganzheitlich unsere Schulen heute den Bildungsauftrag annehmen und ernst nehmen und umsetzen wollen. Das wird der Arbeit der Schulen nicht gerecht, was Sie hier dazu gesagt haben. Eine Novellierung des Lehrerausbildungsgesetzes ist erfolgt. Meines Wissens ist NRW das erste Bundesland, das die Anforderungen digitalen Lernens und Lehrens im Lehrerausbildungsgesetz verankert hat. In den Zentren, Frau Ministerin, entschuldigen Sie. Ich sage den Satz zu Ende und dann sofort, dann habe ich nämlich eine Gedanken im Zusammenhang bearbeitet. Das mache ich nämlich im Grunde ganz gerne. Und in den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung wird bis 2019 die notwendige IT-Infrastruktur geschaffen. Diese Voraussetzungen sind im Landeshaushalt angelegt. Und jetzt gerne eine Zwischenfrage. Okay, Herr Schwert ist der Glückliche. Bitte, Herr Kollege. Ja, herzlichen Dank, Frau Ministerin, dass Sie die Zwischenfrage noch zulassen. Ist Ihnen aufgefallen, dass in meiner Rede, dass ich keineswegs die Schulen angegriffen habe, sondern dass ich das allein auf das bezog, was der Herr Höttges in dem FAZ-Interview gesagt hat? Sie haben eben von Bulimie-Lernen gesprochen. Darauf habe ich mich bezogen. Und ich nehme in Anspruch, dass erstens, ich habe auch nicht den Eindruck, dass irgendwer das hier in diesem Hause so anlegt, dass das so stattfinden soll. Und ich nehme für unsere Schulen in Anspruch, dass sie daran arbeiten, dass Kinder umfassend, ganzheitlich gebildet werden und nicht nur Wissen in sie hineingestopft wird. Wir haben erfreulicherweise inzwischen in allen Schulen, in allen Schulformen ein anderes Verständnis von guter Bildung in Nordrhein-Westfalen. Und das ist gut und das ist richtig und das wollte ich herausstellen. Und da wir uns in der letzten Schulwoche befinden, möchte ich gern die Gelegenheit Ihrer Äußerung dafür nutzen, den Lehrerinnen und Lehrern und weiteren Fachkräften für ihre engagierte Arbeit in allen Schulen unseres Landes zu danken. Diese Gelegenheit haben Sie mir damit erfreulicherweise eingeräumt. Ich komme zum nächsten Punkt. Mit den kommunalen Spitzenverbänden führen wir seit Jahren einen konstruktiven Dialog zum Lernen in der digitalen Welt. Es gibt keine Veröffentlichung der Medienberatung NRW, ja ein guter Zusammenschluss, den wir haben in Nordrhein-Westfalen, die nicht mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt ist. Hier haben wir also gemeinsame Forderungen und gemeinsame Zielsetzungen. Ihre Forderung nach einem Pflichtfach Informatik teile ich wie viele andere nicht.
weil ich finde, dass das ein alter Ansatz ist. Man hat eine Aufgabe, man hat ein Problem möglicherweise, man möchte etwas ganz besonders wichtig nehmen, also erfindet man und wünscht sich ein Fach. Das gilt für das Fach Wirtschaft genauso wie für in diesem Fall das Fach als Pflichtfach Informatik. Selbstverständlich gibt es das Fach Informatik, aber nicht als Pflichtfach. Wir sind der Meinung, dass es besser ist, die Vermittlung der digitalen Kompetenzen in die verschiedenen Unterrichtsfächer hinein zu integrieren und aus Sicht verschiedener Fächer auch anzulegen. Denn das ist ein moderner Kommunikationsansatz und das ist ein moderner Ansatz auch in der Pädagogik. Und das ist kein Abstrich gegenüber einem Pflichtfach, sondern das ist aus unserer Sicht ein besserer Ansatz, digitale und Kompetenzen im Bereich der Medienbildung zu etablieren. Frau Ministerin, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Es gibt einen zweiten Wunsch nach einer Zwischenfrage, diesmal von Herrn Kollegen Schulz. Das ist schon die dritte, aber auch die nehme ich gerne. Ja. Vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie auch diese dritte Zwischenfrage zulassen. Sie sprachen gerade das Fach respektive Pflichtfach Informatik an und sagten, es bedarf keines Pflichtfaches, sondern die Integration in den allgemeinen Unterricht sei aus Ihrer Sicht ausreichend. Hängt diese Einschätzung möglicherweise damit zusammen, dass der Anteil der Lehrerschaft ohne Lehrbefähigung im Fach Informatik bei den Hauptschulen bei 84%, bei den Realschulen bei 54%, bei den Gesamtschulen bei 74% und bei den Gymnasien eben nur bei 36% liegt? Ist es also Ausdruck der fehlenden Lehrbefähigung, dass Sie diese Auffassung vertreten? Nein, das ist es gerade nicht. Und das habe ich auch versucht deutlich zu machen mit meiner Begründung. Es gibt auch zum Beispiel, ich nenne ein anderes Beispiel, es gibt den Wunsch, auch von mir sehr geschätzten Professoren, dass man, weil das so wichtig ist, ein Fach Ernährung für alle haben müsse. Und ich finde gesunde, gute Ernährung ganz, ganz wichtig. Es gibt den Wunsch nach einem Fach Gesundheit, weil es so wichtig ist. Auch da bin ich der Meinung, dass das wichtig ist, in den Fächern die Fragestellung einer solchen Kompetenzen haben, dass die dann in verschiedenen Fächern aufgegriffen werden. Das ist der Grund für diese integrierte Vorstellung. Nicht die Frage, ob und welche Lehrerinnen und Lehrer wir an welcher Stelle zur Verfügung haben. Und das ist im Übrigen auch die Grundhaltung in der Kultusministerkonferenz. Meine Damen und Herren, abschließend eine mir wichtige Anmerkung zum Charakter der Debatte und zum Vorgehen. Bei dieser für unsere Schulen, aber auch für die Weiterbildung zentralen Fragestellung geht es aus unserer Sicht nicht um die Frage höher, schneller, weiter und Hauptsache ganz, ganz schnell alles. Weil dieser Aktionismus einer zielgerichteten, grundlegenden und gut vorbereiteten und begleitenden Schulentwicklung nicht gut tut. Damit würden wir den tiefgreifenden Wandel der Prozesse nicht ernst nehmen und auch die 180.000 Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern und weitere Beteiligte in der Schulwelt nicht mitnehmen. Wichtig ist mir stattdessen fachliche Solidität, Systematik und Umsicht. Und die Landesregierung möchte sehr gerne genau diesen Prozess weitergehen, gerne im konstruktiven Dialog mit dem Parlament. Vielen Dank, Frau Ministerin. Bitte bleiben Sie gleich am Redepult, weil es gibt eine angemeldete Kurzintervention, und zwar von Herrn Kollegen Marsching. Wenn Sie sich eindrücken, kann ich Ihnen das Mikro. Das Mikro ist frei. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Rede, auch dafür, dass Sie gerade darauf eingegangen sind, dass ich gesagt habe, schöner Versuch, da ging es eher darum, dass die Rednerin versucht hat, uns zu diskreditieren und Ahnungslosigkeit vorzuwerfen und diesen Antrag als inhaltsleer darzustellen. Aber Sie haben das schön umgedeutet. Ich habe eine Frage und ich habe extra keine Zwischenfrage gestellt, weil ich bis zum Ende warten wollte Ihrer Rede und ich habe gehofft, dass da noch was kommt. Ich habe tatsächlich ein Problem. Wenn wir hören in den Reden, wir haben Logineo, wir haben Learnline, wir haben den Medienpass und so weiter, das ist alles total gut, wir müssen eigentlich nichts mehr machen. Da macht die Landesregierung trotzdem Kongresse, es gibt einen Prozess, es gibt Beteiligung. Sie sagen gerade, wir sollten die Bildung nicht im Schnellschuss verändern. Wir sind jetzt seit 4 Jahren hier als Piraten im Parlament und seit 4 Jahren sagen wir, wir müssen uns in dieser digitalisierten Welt auch um die Bildung kümmern. Jetzt haben wir wieder den Kongress gehabt und es gibt wieder Ihre Aussage, jetzt gerade Ihre letzten Sätze, wir sollten das in einem Prozess gemeinsam entwickeln und so weiter. Aber meine Frage ist, und darauf haben Sie gerade
keinen Satz gesagt. Bis wann denn? Wann sind Sie denn fertig? Wann gibt es denn endlich ein Datum, wo wir sagen, so, und jetzt kümmern wir uns mal und jetzt ziehen wir tatsächlich mal Schlüsse? Wir können doch nicht immer nur über diesen Prozess reden. Sehr geehrter Herr Marsching, der Prozess ist so gestaltet, dass es immer auch schon Umsetzungsschritte geht auf den unterschiedlichsten Feldern. Das habe ich doch deutlich gemacht. Es gibt die Zielsetzung, bis wann der Ausbau der Infrastruktur passieren soll. Da haben wir ganz klar festgelegt, da geht es nicht nur um den Anschluss natürlich der Unternehmen und der Gewerbegebiete, sondern da geht es auch darum, dass die Krankenhäuser Zugang haben, dass die Zentren für Lehrerbildung Zugang haben und dass selbstverständlich die kommunale Infrastruktur, die Bildungsträger Zugang haben. Das ist da festgelegt. Wir haben bezogen auf die Medienbildung, den Medienpass ausgezeichnet, bundesweit Vorreiter für andere Länder, ist gesagt worden, wir müssen die Kompetenz programmieren, mit da hineinnehmen. Der Autor der Studie, die die Frau Gebauer gegen uns ins Feld geführt hat, hat ausdrücklich gesagt, so wie der Medienpass angelegt ist, ist es kein Problem, diese zusätzlichen Kompetenzen dahin mit hineinzunehmen. Wir sind dabei, auch das ja gelobt, Logineo auszuweiten, da sind datenschutzrechtliche Fragen zu klären. Das ist ganz, ganz wichtig, damit das vernünftig geklärt ist, sonst landen wir vor irgendwelchen Gerichten und die Prozesse werden angehalten. Es ist doch klar, dass die Zielsetzung wichtig ist und dann die ganz konkrete Umsetzung an jedem einzelnen Punkt. Learnline ist genannt, wird ausgewertet. Der Versuch, Informatik in der Grundschule angeknüpft an den Sachunterricht, wird angelegt. Auch das bundesweit einziges Land, was da schon Ansätze führt. Und die sind alle im Gang, die sind alle oft angelegt. Und zu sagen, dann ist das für alle Schulen fertig, da bitte ich, schauen Sie drauf, manche Schulen sind jetzt schon verdammt gut unterwegs, sage ich mal salopp, bitte um Nachsicht. Andere fangen jetzt erst an, damit sich auseinanderzusetzen. Deswegen ist die Fortbildung so wichtig, deswegen ist die Lehrerausbildung wichtig. Aber zu allen relevanten Feldern haben wir sozusagen Strategien und gehen wir jetzt schon ganz konkret Umsetzungsschritte. Das ist mir wichtig festzuhalten und ich habe Sie eben nicht zitiert, um Sie zu diskreditieren, sondern ich habe Sie zitiert, weil mir der Spruch ganz gut gefallen hat und ich den in dem Fall ganz gut nutzen konnte. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Vogt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Pieper, Sie haben bei Ihrer Einbringung und das, was Sie hier an Zwischenfragen gestellt haben, einiges Richtige gesagt. Wenn ich das jetzt mit dem Antragstext vergleiche, da gibt es ja schon eine Reihe von Differenzen. Ich zitiere beispielhaft aus dem Antrag einen Punkt, den wir hier beschließen sollen. Raum und Zeit verlieren an Bedeutung. Das mag ja stimmen, das mag ja stimmen. Sicher auch, wenn man das Wochenende damit verbringt, sämtliche Folgen der Science-Fiction-Serie Doctor Who zu schauen. Raum, Zeit und Zeichenzahlen scheinen den Piraten allerdings auch beim Verfassen dieses Antrages etwas entglitten zu sein. Allein 2,5 Seiten nehmen die Punkte ein, was der Landtag beschließen und was er feststellen möge. 11 Seiten, die lyrisch manchmal etwas abdriften. Viel hilft nicht immer viel, aber zweifellos ist dieses Thema natürlich wichtig. Es ist unbestritten, dass die Digitalisierung voranschreitet, dass die Trennung von On und Offline so nicht mehr besteht und dass all dies Auswirkungen auf die Bildungspolitik haben muss. Nur sind die Piraten nicht die einzigen, denen dies aufgefallen ist. Meine Kollegin Renate Hendricks, die Schulministerin Silvia Löhrmann haben gerade ausführlich erklärt, wie wichtig das Thema digitale Bildung in unserem Bundesland ist und was bereits alles auf den Weg gebracht ist. Und wenn wir uns das Thema Digitalisierung insgesamt ansehen, dann ist digitale Bildung natürlich ein Bereich in diesem gesamten Komplex. Wenn wir auf die verschiedenen Bereiche blicken, in denen das Thema Digitalisierung in NRW bearbeitet wird, ist das eine ganze Menge. Angefangen beim Thema Arbeit, über Wirtschaft, über Kultur bis hin zu Infrastruktur. Und viele dieser Themen hängen mit digitaler Bildung zusammen. Nehmen wir beispielsweise die Infrastruktur. Digitalisierung benötigt ein schnelles und gut ausgebautes Netz. Unser Wirtschaftsminister Gareth Dün hat mit dem Ausbauprogramm
mit einem Volumen von rund 500 Millionen Euro eine wichtige Grundlage geschaffen, dass das Breitbandnetz in Nordrhein-Westfalen weiter ausgebaut wird. Wir sind jetzt bereits bestausgebautes Flächenland in Deutschland und wir wollen daran weiterarbeiten, um noch stärker zu werden. Ja, und davon profitieren auch Schulen und Bildungseinrichtungen. Beispiel Beteiligung. Digitale Bildung hängt auch von Zugangsmöglichkeiten ab. Das wurde vorhin schon angesprochen. Hier steht diese Landesregierung für mehr offene WLAN-Zugänge. Wir unterstützen Freifunkinitiativen finanziell durch den Zugang zu Landesgebäuden und durch das Programm 100 Mal WLAN, was direkt jetzt auf den Weg gebracht wurde. Und das schafft mehr kostenlosen Zugang zum Internet, auch in Bildungseinrichtungen. Digitale Bildung findet in NRW aber nicht nur innerhalb des Unterrichts statt. Viele Organisationen, viele Vereine leisten eine herausragende Arbeit, um digitale Kompetenz zu vermitteln. Beispielsweise die LFM, die Landesanstalt für Medien, diese organisiert im Jahr mehrere hundert Elternabende in Schulen und Kindergärten, um über digitale Themen aufzuklären. Viele weitere Organisationen, das Grimme-Institut, die GMK in Bielefeld und andere helfen mit, Kompetenzen an Jugendliche, aber auch an Lehrerinnen und Lehrer zu vermitteln. Der Medienpass, der Bildungskongress, andere Aktivitäten wurden gerade von meinen Vorrednerinnen schon angesprochen. Und auch wir hier im Landtag behandeln natürlich das Thema. Wir versuchen es über den politischen Raum auf die Tagesordnung zu bringen, darauf aufmerksam zu machen, beispielsweise beim Tag der Medienkompetenz, der auch wieder in diesem November hier stattfinden wird. Meine Damen und Herren, Sie sehen, in NRW ist vieles, was die Digitalisierung betrifft, auf einem guten Weg und viele Themen werden derzeit bearbeitet. Dies gilt insbesondere seit der Regierungserklärung der Ministerpräsidentin im Januar 2015. Sie hat auch dieses Thema, insbesondere werteorientierte Digitalkompetenz, auf dem Medienforum im letzten Monat aufgegriffen. Und um zum Schluss noch mal auf Ihren Eingangssatz zurückzukommen, Raum und Zeit verlieren an Bedeutung. Sie möchten, dass der Landtag feststellt, dass dies zuträfe. Und ich möchte diesem Satz seine philosophische Tiefe und sprachliche Qualität gar nicht absprechen. Ich glaube aber, dass es, bevor der Landtag Raum und Zeit ihre Bedeutung abspricht, noch Diskussionsbedarf gibt, der weit über Ihre Punkte in diesem Antrag hinausgehen. Darum stimmen wir der Überweisung in den Ausschuss zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Vogt. Für die Piraten spricht noch einmal Frau Kollegin Pieper. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich bin ein wenig überrascht über den Verlauf der Debatte, weil offensichtlich es nicht richtig ist, dass wir uns hier hinstellen und einen sehr, sehr langen, sehr, sehr ausführlichen Beitrag verfassen, um uns hier konstruktiv an einer Debatte zu beteiligen. Wo da der Fehler ist, ist mir nicht nachvollziehbar. Ich begrüße die Schritte der Landesregierung, auch was den Kongress betrifft. Und Sie haben das gerade auch so ein bisschen relativiert, was da aus der rot-grünen Ecke kam. Ich finde es auch richtig, dass Sie mit den kommunalen Spitzenverbänden da im Gespräch sind. Das kann aber doch nicht heißen, dass wir als Landtag uns nicht weiter damit beschäftigen sollen. Dann ist doch wichtig, dass auch wir, die Fraktion, in diese Debatte reingehen. Und da muss ich jetzt noch einmal ganz, ganz deutlich sagen, außer der FDP hat hier in den letzten 4 Jahren niemand dazu eine Initiative ergriffen. Weder die CDU, kann ich irgendwie nachvollziehen, nach dem, was ich da heute gehört habe, aber auch von den regierungstragenden Fraktionen ist bisher nichts dazu gekommen. So, dann Haushalt. Haushalt ist ein super Thema, liebe Kollegin Bär. Wir haben ja gestern die Eckpunkte zum Haushalt gehört. Da habe ich mal so ein großes Ohr gemacht und dachte, hey, da wird bestimmt jetzt ganz viel kommen für Bildung 4.0. War nichts. Gar nichts. Ja? Also wir müssen doch gucken, und das hat Frau Ministerin auch gerade gesagt, dass wir investieren müssen. Wir müssen in Ausbildung für Informatiklehrer investieren. Wir stellen mal fest, dass wir im Moment jedes Jahr 50 Leute haben, die einen Abschluss fürs Informatiklehramt haben. Das ist viel zu wenig. Und wenn Frau Schmidt-Promny dann sagt, wir können ja gar keinen Informatikunterricht an Schulen anbieten, dann, weil uns die Lehrer fehlen, was ist denn hier Henne und was ist hier Ei? Also wir brauchen doch beides. Wir brauchen ausgebildete Informatiklehrer, um den Unterricht in den Schulen dann anbieten zu können.
Dann gehe ich noch so ein paar Sachen durch, die gesagt worden sind. Wir brauchen Fortbildung, Fortbildung für Lehrer. Ja, brauchen wir ganz dringend. Ich habe leider keine Zahl. Ich weiß nicht, ob Sie die haben, Frau Lörmann. Ich will auch nicht, ist nicht kein Problem, wenn Sie die nicht haben. Wissen Sie, wie viele Kollegen im Moment aktuell in der Fortbildung sind, um in Medienkompetenz sich weiterzubilden? Also ich weiß es nicht. Wäre schön, wenn man da mal eine Zahl bekäme. Und wir tun hier immer so in NRW, als seien wir ganz, ganz, ganz weit vorne. Und dann möchte ich mal sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade von den Grünen, wir sind nicht ganz, ganz weit vorne. Wenn ich mir anschaue, was die Grünen in Bayern auf die Beine stellen, die machen einen Antrag, Infrastruktur ausbauen, medienpädagogische Bildung, die sagen, wir brauchen eine Informatik als Pflichtfach, die sagen, Bolt statt Handyverbot, dann glaube ich nicht, dass wir hier diejenigen sind, die immer schreien sollten, hier wäre alles Töfte. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Das bleibt auch so. Dann schließe ich an dieser Stelle die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages mit der Drucksachennummer 12.337 an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Die abschließende Abstimmung soll dann dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen oder sich enthalten? Beides nicht der Fall. Dann haben wir so überwiesen und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5.